Willkommen zurück zu Darksiders 3. Wir haben letztes Mal hatten wir den Engel aus dem Posten. Auch soweit geklärt. Wir haben noch eine Waffenverbesserung bekommen. Ziemlich nice. Ja, ich sehe schon, dass da so ein blaues Ding ist, das wir abschießen können. Ich glaube, das war aber auch hier in diesem Gebiet alles. Da liegt noch ein Item. Das hatte ich beim ersten Mal echt vergessen. Das ist natürlich nicht so geil. Jetzt haben wir hier natürlich untote Engel. Die wollen natürlich fighten. Im Gegensatz zu den anderen Engeln. Das Item hatte ich vergessen. Das haben wir mitgenommen. Jetzt überlege ich gerade, da war nichts mehr. Hier war auch eine Waffenverbesserung, die hatten wir aber auch schon mal gefunden. Aha. Warum? Was haben wir da oben? Da ist ein Item. Wie komme ich da hin? Da ist einfach eine Tür, die ist aber zu. Kann ich da hochrollen? Das wäre jetzt natürlich noch was, aber... Nee. Okay, das ist natürlich sehr interessant, ne? Weil da oben ist ein Item. Aber wie gelange ich da hin? Ich kann mich da nirgends rumhangeln. Ich schaffe das mit einem Doppeljump auch nicht. Auch von hinten dran schaffe ich es auch nicht da drauf, weil da eine Tür ist, die ist aber zu. Es sei denn, da wäre ein Schalter, der mich die Tür öffnen lässt, aber das bezweifle ich mal ganz stark. Okay, was ist der Trick? Was ist der Trick daran? Ich sehe, dass da hinten, das ist aber auch eine Tür, die zu ist und sich, glaube ich, nicht öffnen lässt. Boah, was ist denn der Trick jetzt? Wie komme ich denn an das Item? Das wird mich jetzt beschäftigen. Vielleicht doch vom Engel Außenposten, dass da irgendeine. Ja, aber da ist doch. Ich kann doch so eine Tür nicht öffnen. Das wäre das erste Mal, dass ich so eine Tür öffnen könnte. Ein Jump wird niemals funktionieren, oder? Wow. Okay. Das war ja mal ein Rätsel. Ein einfacher Jump. Na gut. Will mich nicht beschweren, hat ja funktioniert. Aber ich will nicht davon ausgehen, dass ein normaler Sprung reichen würde. Ah, da muss ich rüber. So, jetzt sind wir hier. Hier hatten wir das Problem mit dem Vieh, was wir gebraucht haben, um auf die Brücke zu kommen. Okay, da war nichts. Ach, Gegner, bitte. Ich hasse es, wenn sie einfach. Du kannst 20 Mal auf sie einschlagen, sie blocken halt immer noch den Hit. Was haben wir denn da? Ah, guck mal. Da waren wir noch nicht. Und wir finden wieder etwas Neues. Das ist doch schön.
Nur wissen, wie ich dahin komme. So, hier hatten wir ein Problem. Au. Ah, du smashst die Engel weg. Aua, aua, aua. Och, bitte, Leute, jetzt bleiben wir mal realistisch wieder. So. Jetzt müssen wir auch hier irgendwie reinkommen. Zum Beispiel so. Das Ding hier weghauen. Und wir haben einen neuen Ort. Mit einem Dämonenartefakt. Und das war's schon wieder. Immerhin. Warum nicht? Dämonenartefakte sind sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube, das hat sich auch gelohnt. Es war ein minimaler Aufwand. So, jetzt muss ich überlegen. Macht es jetzt noch Sinn, da hinten lang zu gehen? Nein, nicht da hinten, sondern unten. Und auch hier lang zu gehen. Ja. Zumal hier, glaube ich, noch was an der Wand hängt. Genau. So, gehen wir hier noch lang. Dann geht es da oben über die Brücke. Dann sind wir eigentlich schon beim Frachter. Ja, schaffen wir das in dieser Folge? Ich würde eigentlich gerne hier dieses Knochenland beenden. Wenn möglich, in dieser Folge. Wir schauen uns erstmal das hier an. Oh, ich kann hier sogar runterfallen. Ah, okay. Das ist auch nicht das Smarteste, glaube ich, was ich machen kann. Genauso wie hier, bringt aber auch nichts. Ist sonst, unten sonst etwas? Hier war ein Item, das hatten wir mal mitgenommen. Ich glaube, hier unten war aber auch nichts mehr. Konnten wir da ja rüberhangeln. Was hatten wir hier? Hier hatten wir das zum Hochspringen. Hier nochmal schauen. Hier war ein Item, das haben wir auch mitgenommen. Dann können wir ja nicht ins Wasser droppen, zum Glück. So, keine Ahnung, was hier war. Hier war auch ein Item, das hatten wir auch. Wieder zurück. Ah, so ein untoten Engel. Ah, du übertreibst auch ein bisschen deine Rolle. Hier war dieser untoten Magier oder was auch immer. Der ist lustigerweise jetzt auch weg. Sehr strange. So, hier war nichts. Hier waren wir. Da kamen wir her. Okay, ich fange immer mehr an zu vermuten, dass hier gar nichts mehr war für uns. Da oben war noch was. Hier unten konnten wir durch. Das weiß ich noch. Das war aber auch nur für ein Item, glaube ich. Hier war ein Item. Oh, von Wand zu Wand. Naja, gut.
Auch mal wieder was Neues hier. Ah, aber hier waren wir auch schon. Hier war nämlich ein Item. Auch wieder einer der Sachen, die unnötig sind, weil wir hier wieder was erreicht haben. Was eigentlich so nicht hätte erreicht werden sollen. Diamantspatzstück, sehr nice. Wir gehen jetzt hier weiter. Ich glaube, da unten war nichts mehr. Der Weg hatte weitergeführt, dann weiter Richtung... Richtung Monster, was wir dann benutzt haben, um auf die Brücke zu kommen. Oder? Okay. Das hat... Ah, Junge. Nicht so funktioniert. Ach so, okay, das war der Fehler. Das hatten wir geöffnet, genau. Dann hatten wir hier dieses Rätselgedöns. Aber das hatten wir, glaube ich, auch geklärt. Und dass ja alles funktioniert hat mit diesem Monster hier. Ich glaube, da war nichts mehr. Das Vieh auf der Seite, das brauchen wir ja nicht. Dich hatten wir gebraucht, um da hochzukommen für ein Item. Ja. Versuche mich wieder zu erinnern. Wenn noch irgendwas war, was wir gebraucht haben oder jetzt gebrauchen können. Hier habe ich das Vieh dann rüber geschleudert. Okay, nein, da war hier nichts mehr. Mal kurz safen lassen. Dann gehen wir jetzt weiter. Richtung... da oben. Die Brücke. Und dann weiter zum Frachter Richtung Wollust. Oder wo Wollust war. Hier war ja auch nichts mehr. Ja, das wäre zu schön gewesen. Viele Gegner... Ich glaube, so Gegner und so kann man auch langsam mal weglassen, weil... Bringt uns ja jetzt nichts mehr. Na klar, wir haben jetzt noch ein paar Seelen und so, aber... Solange ich sie jetzt nicht unbedingt brauche, um hier weiterzukommen, kann ich die auch ignorieren. Außer den großen hier. Nicht so nice gefightet, aber hat funktioniert. So, hier hatten wir auch alles. Kommen jetzt da hoch. Hier war, glaube ich, auch alles nichts mehr. Hier war noch ein Wulgrim und dann ging es weiter. Aber der Frachter ist, glaube ich, aber auch nicht mehr so weit weg, oder? Oder bin ich da jetzt komplett falsch? Ach nee, hier hatten wir noch das Aufeinandertreffen mit Völlerei das erste Mal. War ja was. Aber hier sind wir auch mehrfach durch, wenn ich nicht falsch liege. Ach, da hatten wir einen Fight gegen den Großen. Entschuldigung, dass ich in der Nähe stand. Wir schauen uns das trotzdem nochmal an, so ein bisschen. Das Gebiet hier. Nicht, dass wir doch noch irgendwie was verpeilt haben. Oh, hier war ein Weg... Nee, ich glaube, hier hatten wir auch alles. Ich kann mich halt nicht 100% festlegen. Das ist halt das Dumme. Ich hasse euch, Leute. Ihr seid die unnötigsten Gegner überhaupt. Nee, kein Problem. Ich heile mich einfach und dann... Bin ich jetzt eigentlich gestorben. So, hier waren wir schon mal. Jetzt kamen wir mal her. Und haben das hier
Auch schon gesehen. Hier war nichts. Dankeschön. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Das war... Da unten war, glaube ich, nichts. So, auch hier drüben sehe ich nichts. Also passt das. Jetzt sind wir hier bei dem Dicken. So, hier hatten wir uns auch mal umgeschaut. Bei Wollust hatten wir ja die Dingfähigkeit bekommen. Warum muss ich jetzt hier hoch? Die Kraftfähigkeit. Hier komme ich nicht mehr weiter, ne? War das nicht so? Das 4, die Wand zerstört. Das heißt, ich muss einen Teleporter jetzt nehmen. Kann das sein? Ich glaube ja. Ich glaube, irgendwie so war es, dass ich jetzt hier nicht weiterkomme, weil Völlerei das Ding hier zerstört hat. Hier war noch ein Durchgang. Hier waren wir auch, oder? Naja, gucken wir mal. Ah, ich höre schon Wulgrim in der Nähe. Oh, hallo. Ach ja, da ist der Eingang. Sei gegrüßt. Ich überlege gerade, weil wir haben nach. Lass dir Zeit. Nach Wollust haben wir die Kraftfähigkeit bekommen. Und mit dieser haben wir eigentlich vor Völlerei noch ziemlich viel gemacht. Hatten noch einen Auserwählten besiegt. Und da gab es, glaube ich, nichts, wofür wir die Stase-Fähigkeit gebraucht haben. Und zu Beginn bei Völlerei auch nicht. Nur noch in der Tiefe. Ist das so? Bin ich da jetzt richtig? Abwasseraustritt? Welches von den Dingern ist denn das? Die Tiefen, ja, toll. Ah, welches von denen ist das Richtige, ne? Völlerei. Ich kann auch was anderes machen. Wir können. Moment. Wo ist denn der Port? Der hier. Genau. Ich glaube, im Frachtschiff haben wir auch alles dann geholt gehabt. Jetzt kommen eigentlich, glaube ich, nur noch die Tiefen. Und ansonsten haben wir alles gefunden. Also meiner Ansicht nach. Alles gefunden, was nur irgendwie hätte gefunden werden können in diesem Spiel. Hier, glaube ich, hatten wir auch alles. Es sei denn, hier sind irgendwo noch diese... Das lädt ein bisschen nach. Irgendwo diese blauen Dreckskugeln, die wir halt noch abschießen können. Aber die hinterlassen halt nur Lurchen. Dinge, also so Seelenteile, also jetzt nicht... Ha. So nennenswert. Also ich bin eher auf der Suche nach den Diamantspart-Dingern und Engels- und Dämonenfragmente. Hier hatten wir, glaube ich, auch alles, ne? Genau. Weil hier war. Es lädt erstmal. Ein wenig. Wir hatten nämlich hier drüben auf der anderen Seite. Hatten wir nämlich noch einen Auserwählten, den wir besiegt hatten. Das war auch ein richtig großes Areal da drüben.
Da war, glaube ich, aber auch nichts mehr zu machen. Wobei, stimmt, die blauen Punkte... Oh, wow. Oh, da ist auch noch einer. Da ist auch noch Gegner. Hier war ich aber. Ja. Weil wir hier auch das Kraftartefakt, die Kraftfähigkeit hatten. Also hatten wir da alles. Jetzt fehlen halt wirklich nur die Stase-Sachen. Und davon sind es nicht mehr so viele. Da ist halt alles in den... Weg mit dir. Alles in den Tiefen. Warn-Item. Ich switch jedes Mal, wenn ich unter Wasser bin, auf Feuer. Und Jimmy. Das Smarteste, was man machen kann. Was haben wir hier? Gar nichts. So, hier lang. Oh, wo landen wir dann? Das ist natürlich jetzt... Das ist immer so die große Frage, ne? Na. Ah. Die Antwort ist in einer Mine. Ja, hier ist Vulgrim, genau. Wir sind jetzt bei den Tiefen. Das ist sehr, sehr gut. Okay, das Game lädt gerade mega nach. Eieiei. So, Vulgrim. Wir hatten, glaube ich, auch in den Tiefen noch so zwei... Ja, so circa zwei... Stase von Wand zu Wand gedürft. Nee, Moment. Ja, fast vergessen. Wir haben hier oben noch diese Wand. Tada. Da müssen wir jetzt tricky sein. Indem ich jetzt so mache. Ah, nein, nein. Oh Gott, das ist ja... Das wird jetzt was. Nein, warum macht er denn... Warum? Nerv, nerv, nerv. Junge, wenn du das... Ich muss auch die Fähigkeit switchen. Ach, so geht das. Das hat funktioniert. Und dann muss noch das funktionieren. Und wir haben ein Engelsartefakt. Okay, das war bestimmt mit Abstand das schwerste und komplizierteste Artefakt, was man wohl irgendwie bekommen konnte. Mit Abstand, der Rest war ja, na, easy. Aber jetzt kann man sogar da hochspringen mit dem Stase-Ding. Das ist auch sehr cool. So, damit konnten wir entlang rollen. Jetzt muss ich nur noch die zwei oder eins, nachdem wie viele das waren, Dinger finden, wo man von Wand zu Wand springen musste. Ich schaue erstmal über Wasser. Aber ich glaube, es war irgendwie unter Wasser in so einem geheimen Raum. Ah, guck mal. Noch ein Engelsartefakt. Ist das noch etwas, wenn ich hier bin? Nein. Dann haben wir das. Okay, ich glaube, wir können jetzt... Ja, das Schönste machen überhaupt, und zwar unter Wasser suchen. Wo sind... Die von Wand zu Wand Springer rein. Eieiei. Ja, ich glaube, also eins Minimum gab's. Nicht sogar mehr, nur die Frage ist halt wo, ne? Hm. Ich glaube,
Oh Mann, hätte ich mir halt echt merken sollen. Nach oben. Meine Güte. Ja, ich hätte es mir halt echt merken sollen. Oder aufschreiben oder sowas. Ah, guck mal. Selbst hier haben wir ein Item vergessen. Ein Rasereifragment, na gut. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt Item nennen, aber... Nehmen wir mit. So, hier ist ein Eingang. Aber ich glaube, hier hatten wir auch gefunden, was hätte gefunden werden sollen. Oh, ich kann hier aber hoch. Lass mal Licht machen, aber hier ist ja nichts mehr. Okay, das hätten wir. Da ist nichts. Da sind wir am Anfang, ne? Ja. Ach. Oh, wo war das? Vielleicht hier unten. Na, geh doch runter. Ach, Fury. Meine Güte. So. Ah, hier war auch nur ein Item. Es kann sein, dass ich es nicht mehr finde, aber es könnte auch nicht hier sein. Das Ding ist, es könnte natürlich genauso gut auch da sein, wo wir jetzt gleich, wo es dann auch storytechnisch weiterging und ich einfach nur hier jetzt komplett falsch bin und einfach nur glaube, dass es hier noch war in diesem Abschnitt, aber es gar nicht stimmt. Ey, wenn man keine Map hat, ist so Unterwasserding echt die Hölle. Weil ich gerade absolut keine Ahnung habe, wo ich jetzt schon war. Und wo nicht. Oder beziehungsweise wo ich überhaupt bin. Hier bin ich. Okay. So, gehen wir hier. Ja, komm. Gehen wir hier nochmal runter. Hier war das, wo ich gerade eben drin war. Genau. Es gab doch noch etwas. Hier drüben, glaube ich. Auf der Seite. Ich glaube auch irgendwas war hier. Aber hier war, glaube ich, noch dieses Rätsel. Ups, runter. Ich glaube, hier war nur das mit dem... Dinger verschieben. Ach, Gegner. Ihr seid doch... Ihr seid süß. Dann haben wir das geöffnet. Um dann da hochzukommen. Ja, okay. Ah, das war schon das... ungemütlichste Level. Oh. Entlangrollen. Ah, das hatten wir, glaube ich, auch. Ah, Mann. Jetzt finde ich natürlich die Stelle nicht mehr. Das ist halt... Das ist halt extrem nervig. War hier nicht die Stelle, wo auch ein Auserwählter war? Ich glaube ja, ne? Ach, Leute. Ich glaube, wir laufen jetzt einfach weiter. Also ich finde es nicht. Ist für den Fall, dass es hier... Geh runter, bitte. Meine Güte. Dass die Reaktionszeit so lang dauert, wenn sie sich gerade bewegt hat im Wasser, bis hin zu... Na, ihr seid halt die größten Lappen. Bis hin zu, ich muss jetzt doch noch irgendwie einen Move machen. Oder abtauchen, auftauchen, wie auch immer. Das dauert halt immer noch ein bisschen. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich wäre, wäre halt ideal, ne? Eine Sache wollte ich halt noch testen. Weil hier war ich, da war ein Item, das weiß ich genau. So,
So, eine Sache wollte ich testen, genau hier, ja. Junge. Holy shit. Also. Da, nehme ich hier drüben. Hier waren wir auch schon mal. Jetzt ist hier natürlich wieder so der Sound, als wäre hier irgendwas Neues, aber hier waren wir schon mal. Kann auch sein, dass wir hier nichts machen konnten, weil wir Stase gebraucht haben. Ich weiß es nicht. Ne, wir sind doch jetzt wieder hier draußen, oder? Ja. Also nichts Besonderes, das hatten wir, das da oben auch. Okay. Habe ich mich jetzt komplett umsonst umgeschaut, mehr oder weniger. Weil das gar nichts gebracht hat. Na gut. Ja, jetzt die Folge auch schon wieder zu Ende, schade. Ja. Werde ich jetzt die Folge beenden? Also Tiefen sind soweit fast durch. Jetzt kommt noch ein bisschen was. Ich glaube, die nächste Folge wird die letzte sein, in der wir uns umschauen. Und noch Zeugs finden werden, eventuell. Wobei ich glaube, dass nichts mehr passiert, weil wir jetzt gleich an der Stelle sind, wo wir Völlerei besiegt haben. Und nach Völlerei haben wir Stase bekommen. Bedeutet, dass wir bald storytechnisch weitergehen. Das war's aber von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.